Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Final Fantasy. Ja, anhand der vielen Folgen, die ich bereits hochgeladen habe, könnt ihr euch sicher denken, wie begeistert ich von dem Spiel bin. Ich mag die Kampfsteuerung immer noch nicht sonderlich, obwohl ich mich einigermaßen dran gewöhnt habe, muss ich sagen. Übers Housing rede ich lieber nicht, weil dann kriege ich nur schlechte Laune. Es könnte so gut sein, aber die Macher von Final Fantasy wollen offensichtlich nicht, dass es kundenfreundlich ist, also sprich spielerfreundlich, wollen es nicht gut machen. Dementsprechend ja, verliere ich da jetzt auch keine weitere, keinen weiteren Satz aktuell mehr drüber. Aber die Hauptstory, die war bisher auch schon richtig, richtig gut. Zwischendurch vielleicht mal ein, zwei kleinere Storys, wo ich gedacht habe, bin ich jetzt wirklich noch in der Hauptquest drin oder nicht? Und dann ging es auf einmal wieder richtig steil nach oben und ich dachte, wow, okay. Und wir sind in einer neuen fremden Stadt und zwar sind wir hier in Uldal, glaube ich. Ich kann es jetzt hier gerade gar nicht sehen. Wir sind immer noch neben Bartholomew. Ich wollte schon Bartholomew sagen. Und er möchte mit uns weiter über die Hauptquest sprechen. Ah, die Gesandte. Ich hoffe, du hattest einen angenehmen Aufenthalt. Hallo. Ich habe den Phönix-General einmal bei einer offiziellen Visite nach Limsa Luminsa begleitet. In dieser Zeit habe ich Baderon, den Besitzer der Schenke zur ertränkten Sorge, kennengelernt. Nun, dieser Mann hat mir gerade die Nachricht zukommen lassen, dass er einen Auftrag für eine fähige Abenteuerin hätte. Ich könnte mir kaum jemand geeigneteren als dich vorstellen. Baderon wäre sicherlich hoch erfreut, wenn du ihm hilfst. Klar, wenn ich jetzt noch erfahren darf, wobei? Ach so, mit Baderon sprech. Die Karte sieht ja jetzt ganz anders aus. Okay, wo bin ich denn jetzt? Ach so, da bin ich. Und da, Lanoskea kann ich entziffern, beziehungsweise steht ja hier drunter, aber ich würde jetzt so nicht erkennen, was das für ein Land ist. Ich bin aber gerade etwas verängstigt, wie groß das Ganze ist. Ich meine, wenn das meine Heimatstadt ist und ich sag mal, wir jetzt hier sind, vielleicht das jetzt noch die Heimatstadt der Druiden war, wenn ich das jetzt richtig sehe, weil hier ist auch der Finsterwald. Das heißt, es gibt noch eins, zwei, ja, drei, vier Gegenden, sage ich mal, die eigentlich noch kommen müssten. Gut, wir sind jetzt natürlich noch nicht im DLC bzw. im Kapitel drin. Dementsprechend, ja, wird sowieso noch einiges kommen. Dann werde ich jetzt erstmal schauen, wie ich jetzt überhaupt wieder rauskomme. Das wäre schon mal das Erste. Oh, die Alchemistengilde ist hier drin. Und ich muss... da steht jetzt nichts drin. Da bin ich aber doch noch nicht gewesen, um daran zu gehen, oder? Ich werde auf jeden Fall mal gucken, ob ich den noch synchronisieren kann. Da habe ich mich, glaube ich, eben synchronisiert. Und die Alchemistengilde ist natürlich auch richtig, richtig geil. Also vom Namen her zumindest. Kann ich aber leider noch nicht machen, weil ich ja, wie gesagt, erstmal wieder zurück wollte und dann sozusagen zu Hause die Gilden leveln wollte. Aber ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig darauf, dass ich da auch mal einen Einblick mitkriege. Wir haben noch keinen Einblick zu allen. Moment, hier runtergehen darf ich aber nicht, ne? Wir haben noch keinen Einblick zu allen Gilden, das leider nicht. Aber ich bin jetzt wirklich gerade irgendwie verwirrt. Hui, aua. Ich glaube, es geht hier lang. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Doch, da ist ein Ätherit. Das sieht schon mal gut aus. Meine ich noch, mit dem habe ich mich noch nicht harmonisiert. Wir haben noch nicht Zugang zu allen Handwerken und so weiter. Trotz, dass wir jetzt in die anderen Gebiete kommen, weil ja noch drei andere DLCs oder ich glaube hierbei heißt es Add-ons offen sind und die dementsprechend natürlich erstmal freigeschaltet werden müssen, die Gebiete. Aber ich bin jetzt schon total gespannt auch auf alles, was ich jetzt in diesen drei Gebieten überhaupt zu sehen kriege.
die Gilden, die ich leveln kann. Und ja, ich will natürlich überall irgendwo bis zum Meister hochleveln letztendlich. Und die ersten zwei Level, die gehen ja normalerweise recht schnell. Danach haben sie ja dann doch meistens Aufgaben, die was länger dauern. Und die Zeit möchte ich dann halt auch nutzen, um vielleicht solche Sachen nebenbei zu machen, wenn ich dann die Hauptquest weitermache. Aber wir werden erstmal wieder zurückreisen und mit Baderon sprechen. So, ich muss jetzt zugeben, nachdem ich dann ein wenig rumgeirrt bin und dabei alle Ätheriten erstmal harmonisiert habe, die ich gefunden habe, bin ich dann auf die Idee gekommen, ich könnte ja die Rückführung machen. Dann bin ich ja sowieso wieder hier. Ja, dazu sagen wir jetzt mal nichts. Willkommen in der ertränkten Sorge. Lass dich lieder. Achso, wo immer du magst, Mädel. Ich bin sofort bei. Ja, sieh mal einer an, wenn das nicht die gute Gameplayerin ist. Ich höre, dass sich eine angesehene Abenteurerin zum Dienst melden würde. Wer hätte gedacht, dass du das bist, Aber sei gewarnt, der Job ist nichts für schwache Nerven. Er ist so gut wie sicher, dass die Sache haarig wird. Wenn du noch immer Interesse hast, sag mir einfach Bescheid und ich weihe dich in die Einzelheiten ein. Für dich doch immer. Danke, dass du mir helfen willst. Vielleicht hast du schon mal von der Sastasha-Höhle gehört. Der Zungenbrecherhöhle, die nördlich vom Bierhafen liegt. Angeblich schleichen sich dort nachts zwielichtige Gestalten herum. Die Gelbjacken sind bereits alarmiert, aber ihr Befehlshaber, Kommandant Rainer, hat die Abenteuergilde um Unterstützung gebeten. Ich weiß, dass die Informationen sehr vage sind, aber kannst du trotzdem bei der Höhle nachsehen? Seit dem blutigen Kampf an der Tölpelturmsiedlung, den du glücklicherweise zum Guten gewendet hast, sind die Leute ziemlich nervös. Ich möchte noch ein paar Informationen ergänzen. Hi. Ah, welch seltener Gast, Kommandant Rainer. Womit haben wir die Ehre eures Besuchs verdient? Mir ist zu Ohren gekommen, dass Gameplayerin nach Limsa Luminsa zurückgekehrt ist. Genau im richtigen Moment, will ich meinen. Kürzlich wurde vor der Küste des Bierhafens in der Nähe der Phantominsel ein unbekanntes Schiff gesichtet. Mein Instinkt sagt mir, dass es etwas mit den nächtlichen Herumtreibern an der Höhle zu tun hat. Es ist noch gar nicht lange her, dass ich eine Patrouille zur Höhle geschickt habe, um nach Verstecken der Sahagin Ausschau zu halten. Doch meine Jungs waren sich nicht sicher, dass in den Höhlen nur einige scheue Köll hausen und sonst nichts. Die Sichtung des Schiffs lässt mich daran zweifeln, weshalb ich eine erneute Erkundung der Höhle in Betracht ziehe. Nun, leider kann ich derzeit keine Einheit entbehren. Nicht jetzt, da die Sahagin beinahe täglich unsere Wachsamkeit auf die Probe stellen. Deshalb habe ich die Abenteuergilde um Unterstützung gebeten. Bist du bereit, uns zu helfen? Klar. Abgemacht, vielen Dank. Die Höhle liegt im westlichen La Noskea. Fmelpa wird dir erklären, wie du am schnellsten dorthin kommst. Du findest sie am Gefährtenlager auf den unteren Decks. Ach ja, und eins noch, diese Aufgabe ist sehr gefährlich. Du wirst daher die Unterstützung anderer Abenteurer benötigen. In dieser Sache sprichst du am besten mit der Torwache vor der Höhle. Okay. Du hast Kommandant Rainer gehört. Viel Glück, Gameplayerin. Heißt das jetzt, ich werde jetzt zusammengewürfelt mit irgendwelchen Fremden oder oder wie stelle ich mir das jetzt vor? Okay. Also ich suche mal den Fähranleger. Jetzt komme ich gar nicht mehr zu den unteren Docks, weil ich schon wieder falsch rumgelaufen bin, oder? Doch, da geht's runter. Ha! Aber nicht dahin, wo ich hin will. Ha! Ich suche schon mal meinen Zielort und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja. Ich bin zwar in der richtigen Richtung, aber auf dem falschen Steg. Nee. Ich dachte gerade, aha, wieder ein Ätherit, schnell harmonisieren, aber das ist ja meine Heimatstadt. Wäre also Blödsinn.
Ah, du bist im Auftrag von Kommandant Rainer unterwegs? Dann weiß ich, worum es geht. Am besten fährst du mit einem Schiff hier vom Fernanleger zum Bierhafen. Wenn du im westlichen La Nuskia angekommen bist, solltest du auf dem Weg zur Höhle unbedingt bei der Anfängerarena vorbeisehen. Dort haben die Abenteurergilde einen Kampfplatz eingerichtet, auf dem du verschiedene Kampftechniken lernen und üben kannst. Diese Techniken sollen dir in der Höhle dein Leben retten, also versäume es nicht, die Arena zu besuchen. Einmal dort angekommen, solltest du eine wehrhafte Abenteurerin finden, die dir alles Weitere erklärt. Hör gut zu, denn sie weiß, wovon sie spricht. Sie hat schon so manchen Piraten das Holzbein gestutzt. Also dann, gute Reise. Kann ich da nicht das Schiff nehmen? Sei bloß vorsichtig. Würde mich nicht wundern, wenn du es mit blutrünstigen Piraten zu tun bekommst. Schließlich sind wir hier in Limsa-Luminsa. Ja. Ach so, er ist für dich oder sie, keine Ahnung. Zum Bierhafen war es, ne? Yep. 40 Gil. Oh, wo ist denn die sonst? Hallo? Das wäre schön, wenn du mich einfach mal gucken lassen würdest. Aber ich meine, ich habe es schon gesehen. Hier unten bin ich. Ja, aber ich bezahle doch keine 40 Gil, nur um da überzusetzen. Ich werde mich da mal rüberporten, so gut es geht, beziehungsweise rüberlaufen. Der ist natürlich noch nicht harmonisiert, war ja klar. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind jetzt hier an der Kampfarena angekommen. Ja, dann bin ich mal gespannt. Ich meine, wir sollen ja erstmal hier mit dem sprechen. Beziehungsweise mit ihr. Du bist Gameplayerin und im Auftrag von Kommandant Rainer unterwegs, nicht wahr? Fn Melpa hat mich kontaktiert und deine Ankunft angekündigt. Ich kenne die Höhle in- und auswendig und ich kann dir sagen, dass die rutschigen Steine nicht die einzige Gefahr sind. Alleine wirst du da drin nicht weit kommen. Wenn du dich mit anderen Abenteurern zusammentust, hast du aber eine Chance. Der Kampf in der Gruppe erfordert andere Techniken als der Kampf alleine. Diese Techniken kannst du lernen in der Anfängerarena. Der Lehrmeister dort drüben wird dich reinlassen und dir angemessene Übungen vorschlagen. Keine Sorge, die Übungen sind nicht gefährlich. Es passiert nur selten, dass ein Neuling in der Arena zu Tode kommt. Ja, dann bin ich ja beruhigt. Ich bin der Lehrmeister. Du kannst jederzeit deinen Weg zur Höhle fortsetzen. Eine Gelbjacke steht dort am Eingang Wache. Ich empfehle dir aber dringend, erst mit dem Lehrmeister zu sprechen und die Arena zu betreten. Wir wollen doch nicht, dass du in der Höhle vorzeitig deine Abenteuerkarriere beendest. Die machen mir jetzt irgendwie totale Angst. Also es hört sich jetzt so an, als ob das jetzt mein erstes Gewölbe sein wird. Und ja, es macht mir irgendwie ein bisschen Angst. Entschuldige die Bemerkung, aber hast du schon die Übungen in der Arena, in der Anfängerarena abgeschlossen? Auch wer glaubt schon einiges in Kampferfahrung gesammelt zu haben, kann dort noch etwas Neues lernen oder an seiner Technik arbeiten. Warum meldest du dich nicht gleich zum Training? Okay. Okay. Gut, denke ich. In dieser Übung lernst du einen besonders starken Angriff auszuweichen. Erkenne, wo der Angriff einschlagen wird und weiche aus. Ja, das mache ich ja, wenn ich es denn kann, schon die ganze Zeit. Um die Übung zu bestehen, musst du nur den Angriffen ausweichen. Okay. Okay. Ja, ich bin soweit. Hallo? Darf ich irgendwas drücken, sagen oder so? Ja. Wenn das normale Angriffe sind und nicht hier diese mega großen Kreise, dann ist alles gut. Hallo, darf ich auch mal anfangen? Ach, Leute.
Habe ich jetzt zwei Gegner? Hä? Hallo? Ja, ist ja geil. Und jetzt? Jetzt kann ich mich nicht bewegen. Jetzt habe ich keinen mehr ausgewählt, oder was? Soll ich die jetzt angreifen oder soll ich hier nur ausweichen? Hallo? Ach, ich sollte nur ausweichen. Okay. Okay. Oh Gott. Man sollte es vielleicht wörtlich nehmen. Waffenmeister-Angreifer. Oh Gott. Du hast deine Lektion gelernt. Bewege dich immer aus dem Wirkungsbereich eines Angriffs heraus. Wenn du stehen bleibst oder in den Bereich hineinrennst, kann es dich dein Leben kosten. Ja, hineinrennen ist ja toll, ihr saulustigen Kerle. Der eine hat mich da einfach gepinnt da mit seiner Kette. Zum Abschluss gebe ich dir ein Rüstungsteil, das dir bei deiner Arbeit als Angreifer wertvolle Dienste leisten kann. Wenn du die Übungen der anderen Meister durchläufst, werden sie dir deinen Fleiß ebenfalls mit einem hilfreichen Ausrüstungsstück belohnen. Du hast dir eine Belohnung verdient. Vergiss nicht, was du heute gelernt hast. Okay. Kurzfingerhandschuhe, die auch sehr viel besser sind. Wuhu! Und ich bin direkt auf... Ich bin auch direkt auf 16. Wir waren ja schon auf 15. Oha, oha. Okay, Moment. Da müssen wir jetzt auch mal eben gucken. Das ist wahrscheinlich alles das Alte. Aber die Handschuhe, die müssen wir auf jeden Fall anlegen. Und mal eben gucken. Haben wir denn sonst noch irgendwas vergessen? Nee, haben wir nichts vergessen. Okay. Aber das müssen wir mal eben speichern. Zack. So. Okay, die anderen Stufen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein bisschen Schiss habe ich ja jetzt schon davor. So. Gegner gemeinsam besiegen. Werde ich damit jemanden jetzt hier in eine Gruppe geworfen, oder? Wie muss ich mir das vorstellen? Hilfe. Komm, laber nicht so lange. Ja, ist ja gut. Klicken wir das schon mal so lange weg. Du belebst das Ziel wieder. Okay, das war mit 9. Du darfst aber nicht blind auf irgendeinen Feind einschlagen. Greif den Feind an, den der Verteidiger aussucht und angelockt hat. Sonst wirst du selbst angegriffen. In dieser Übung lernst du deine Feinde, deine Freunde effektiv zu unterstützen. Okay. Also er wird schon Tank dabei sein, wenn ich das richtig verstehe. Schalte den Gegner möglichst schnell aus, während er von deinen Kampfgefährten abgelenkt wird. Um die Übung zu bestehen, musst du mit deinem Freund zusammenarbeiten und den Gegner besiegen. Jetzt weißt du, was du zu tun hast. Sag mir Bescheid, wenn du soweit bist. Überhaupt nicht. Aber fangen wir mal an. Also da ist anscheinend ein Tank, der zieht den Gegner zu sich und den muss ich dann angreifen, so wie ich das verstanden habe. Das dürfte der Tank dann sein. Okay. Ist aber anscheinend kein Spieler, so wie es aussieht. Das ist auch schon mal gut. Was ist denn jetzt schon wieder? Hallo? Wie kann ich den nicht angreifen?
Steht doch. Gut, das war jetzt auch nicht schwer, wenn der getankt wird. Also, ne? Muss man ja auch dazu sagen. In einer Gruppe wird sich immer ein Verteidiger befinden, der dir den Feind vom Leib hält. Wenn Angreifer und Verteidiger zusammenarbeiten, können sie auch den stärksten Feind zur Strecke bringen. Du hast dir eine Belohnung verdient. Vergiss nicht, was du heute gelernt hast. Ah, da kriegt man ja wirklich richtig gute Sachen. Dann setzen wir die doch direkt schon mal ein für den nächsten Kampf. Ich spare mir das Speichern mal, weil wir lassen das ja eh hierbei drin. So, den Gegner eines Verbündeten besiegen. Gegner eines Verbündeten. Hä? Also mein Gegner. Oder wie? Ich verstehe jetzt irgendwie die Aussage nicht so richtig. Komm mal hin, los. Zähl nicht so viel. So, jetzt üben wir, gegen mehrere Feinde zu kämpfen. Ja, das kenne ich ja alles schon. Wenn eine Gruppe gegen mehrere Feinde kämpft, müsst ihr euch absprechen. Wenn alle den gleichen Feind angreifen, ist er im Handumdrehen besiegt. Um die Übung zu bestehen, musst du alle Gegner besiegen. Jetzt weißt du, was du zu tun hast. Sag mir Bescheid, wenn du soweit bist. Also gut, wir müssen quasi mit zwei Leuten den gleichen Feind angreifen. Hallo. Und, ja. Ich warte halt immer ab, wessen Feind. Wen der eine angreift und dementsprechend greife ich dann halt eben auch an. Okay. Sollte nicht das Problem sein. Erledigt zuerst den Taumaturgie-Lehrer. Das dürfte der hier sein. Okay. Ja, das ist er. Wieso kann ich die noch nicht benutzen? Aber die haben doch gesagt, wir sollen den gleichen Feind angreifen. Das verstehe ich nicht. Als nächstes den Faustkrampflehrer. Das ist die hier hinten, die ich so schlecht anvisieren kann. Marodeur, logischerweise. Oh, du Sackgesicht, du darfst dich nicht heilen. Geht doch. Yeah. Denk daran, wenn du nicht mit deinen Freunden zusammenarbeitest, habt ihr keine Chance. Es ist wichtig, sich gut abzusprechen und eine gemeinsame Strategie zu verfolgen. Du hast dir eine Belohnung verdient. Vergiss nicht, was du heute gelernt hast. Yeah. Aha. Aha. Und es geht noch weiter. Ich würde sagen, dass wir jetzt hier einen kleinen Cut machen und dass wir dann quasi Teil 2 der Arena-Strecke im nächsten Video zeigen werden. Bis zum nächsten Video. Ciao.